Hallo und willkommen zurück zu unserem Let's Play by Last Gaming. Wir haben gerade den Abt getötet und jetzt sehen wir natürlich zu, dass wir hier ganz schnell Fersengeld geben, bevor noch Verstärkung einrückt. Das kann ich mir allerdings nicht vorstellen. Von daher, wuhu, wir haben das Level geschafft. Ich bin zwar mit dem Ausgang des Levels bis jetzt nicht ganz so mit mir zufrieden gewesen. Es ging einiges in die Hose. Aber schlussfolgernd kann man eigentlich sagen, es hat doch annähernd gut geklappt. Ich habe mir nirgends die Nerven kaputt gemacht. Von daher kann ich eigentlich sagen, das Level war gar nicht mal so schlecht. Was ich noch dazu sagen muss, ich finde die Ideen der Level wirklich richtig geil. Da haben sie sich echt angestrengt. Man folgt quasi keiner richtigen Storyline hier, sondern in jedem Level geht es quasi um irgendwas anderes. Das finde ich sehr geil gemacht. Klar, man muss natürlich den Raketenwissenschaftler hier ausschalten, aber, oder besser gesagt, die seine Ideen, Prototypen etc. Aber insgesamt eine geile Idee. Die Levels sehr, sehr cool gemacht. Ich bin zufrieden. Bis jetzt, ich bin mal gespannt, wie es ausgehen wird. So, jetzt haben wir hier die Einsatzbesprechung. Optionale Ziele, gut, wir haben es natürlich verkackt mit diesen Kunstliebhabern. Aber schauen wir mal weiter. Gemeinsame Feinde. Ich habe den Anführer der faschistischen Schwarzen Brigade, Piero Capo, gefunden, getötet und seinen Rosenkranz, den seine geliebte Mutter ihm geschenkt hatte, an mich genommen. Damit kann ich Salvatore Di Nelli, dem Mafia-Boss Capos, Tod beweisen. Die Mafia könnten sich in den bevorstehenden Schlachten von unschätzbarem Wert erweisen. Naja, dann schauen wir mal weiter. Fortschritt zur Perfektion habe ich 74%. Das ist auch gar nicht mal so schlecht. Und dann schauen wir jetzt mal, wo wir jetzt genau noch hinschlittern werden. Die nächste Mission, ich bin gespannt. Wir werden gleich mehr erfahren. Und da geht es auch schon weiter. Also, pscht. Küstenstandort Magenzo. Laut einem Informanten des OSS befindet sich Andreas Kessler, der berüchtigte Raketenwissenschaftler der Nazis, am Küstenstandort Magenza. Magazeno. Ja, mit den italienischen Städten habe ich es so, wie Sie bestimmt schon mitbekommen haben. Das OSS möchte, dass du ihn entführst. Und wenn du schon mal dabei bist, kannst du auch gleich die Entschlüsselungseinrichtungen lahmlegen und herausfinden, wie viele die Nazis über die Pläne der Alliierten für Italien wissen. Also, ich muss jetzt den Raketenwissenschaftler entführen, das ist mal was ganz Neues. Normal muss man sie eigentlich immer erschießen. Spielen wir weiter auf schwer und dann schauen wir mal weiter. Ja, dann starten wir mal. Ich bin gespannt. Oh, was haben wir denn hier für eine schöne Antenne? Antenne für eine schöne Schüssel zum Empfangen. Die müssen wir bestimmt sprengen. Di Nelli ist begeistert über die Bestätigung, dass Piero Capo getötet wurde. Er hat Wort gehalten und seine Unterstützung angeboten. Vermutlich eine Frage der Ehre für ihn. Die Partisanen sind nicht unbedingt scharf auf Di Nellis Hilfe. Viele im Widerstand haben gute Gründe, die Mafia genauso zu hassen wie die Faschisten. Weavers Informant hat sich wieder gemeldet. Major Hans Dorfmann, einer von Böhms Top-Leuten. Noch dazu sein Adjutant. Angeblich hat er Informationen, die er persönlich überbringen muss. Er sagt, er wisse, wo Kessler ist. Ja, das hört sich doch schon mal gar nicht so schlecht an. Dann schauen wir mal, was uns jetzt erwartet. Oh, hier sieht es ja richtig idyllisch aus. Ein Leuchtturm. Munition. Oh, das ist schon mal gut. 10 Unterschallgewehrmunition. Da kann man nicht meckern. Naja, gut. So. Dann halten wir mal unsere gewohnten Reden. Vertraut Di Nelli mir nicht?
Sie sind jetzt unser Freund Karl. Signor, Dinelli will Sie nur in Sicherheit wissen. Hab Piero Capo für ihn getötet. Mein Teil ist erledigt. Jetzt sind Sie dran. Helfen Sie uns. Helfen Sie den Partisanen. Würden Sie ein paar Informationen von unseren guten Absichten überzeugen? Probieren Sie es. Die Bauteile von der Werft. Sie wurden hierher gebracht. Interessant. Wozu? Wer weiß. Vielleicht verbergen die Deutschen irgendetwas. Wir sind doch Freunde, hm? Aber ja doch. Na, die Mafia ist mir nicht so sympathisch. Man weiß nie, ob sie einen gerade erschießen wollen oder ob sie einem helfen wollen. Ah, das SOE-Kommando. Ich sollte sie erschießen. Berlin würde mich als Kriegshelden feiern. Irgendwas sagt mir, sie haben kein Interesse an Orden. Wo ist Andreas Kessler? Wir brauchen ihn lebend. Oh, Kessler ist an unserem Standort in Magazzeno. Umgeben von Büchern und Fusel. Wieso sollte ich Ihnen trauen? Niemand würde einem Verräter trauen. Weaver weiß, dass meine Informationen gut sind. Hatte ich nicht recht mit dem Munitionsnachschub? War im Viadukt, nicht? Kleine Fische. Hören Sie, Lieutenant. Der Krieg ist unberechenbar, wenn die Alliierten durchmarschieren. Verstehe. Sie wollen sich absichern. Ich bitte Sie nur an mich zu denken, wenn die Zeit gekommen ist, Lieutenant. Also ein Verräter, der sich einfach nur durchmogeln will. Ich weiß nicht, wem ich mehr vertrauen soll, der Mafia oder dem Verräter. Das sind immer solche Punkte. Naja, schauen wir mal, was unser Hauptquartier so meldet. Rotfuchs an Mutterhenne. Rotfuchs an Mutterhenne. Verstanden, Rotfuchs. Küstenstandort Magazzeno versenkt ungewöhnlich viele Schiffe der Alliierten. Sowohl Schiffsartillerie als auch Radartechnologie ausschalten. Ende. Hab verstanden. Ende. Oh, da freut man sich ja schon gleich. Schiffsartillerie muss ich auch noch ausschalten. Schauen wir mal, was es hier gibt. Zerstöre die deutsche Schiffsartillerie. Da bin ich echt mal gespannt. Finde Kessler. Finde einen Weg, die Radarschüssel zu deaktivieren. Besorge Kesslers Forschungsnotizen. Offizier töten. Waffe zerstören. Oh, da habe ich wieder viel vor mir. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Oh, hier haben wir noch jemanden. Karl, die Sache wird heiß. Kessler. Nicht nur Kessler. Am Standort in Magazzeno an der Küste werden Entschlüsselungen vorgenommen. Finden wir raus, wie viel Böhms Leute über die Pläne der Alliierten wissen, ja? In Ordnung. Noch was? Nun ja, Dinelli steht zu seinem Wort. Er hat Informationen für uns. Nämlich? Böhm hat einen Vertrauten. Einen gewissen Major Klaus Rothbauer. Die beiden tauschen sich regelmäßig aus. Da wäre ich auch alleine drauf gekommen. Er kennt Böhms Pläne? Mit Sicherheit, mein Freund. Holen wir ihn uns. Ohoho, Muchacho. Rotbauers Villa ist gut gesichert. Da können selbst Sie unmöglich rein, Karl. Nein, nein, zunächst konzentrieren wir uns auf den Küstenstandort. Also ich muss sagen, die Unterstützung der Mafia habe ich mir irgendwie besser vorgestellt. Naja, dann fangen wir mal an, stürzen wir uns ins Getümmel. Unserem schönen Ruderboot, das natürlich mehr Kraft macht wie alles andere. So, und da sind wir schon wieder. Ein wenig Bergsteigen und schwupps. Diese Sendeschüssel muss schon geht es los. Ja, die Sendeschüssel müssen wir knacken. Wo gehen wir denn jetzt als erstes hin? Ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um die Schiffsartillerie und um die Entschlüsselungseinrichtung. Dann gehen wir hier so im Wellenmarsch immer weiter vor. Und dann haben wir Kessler. Klingt alles so einfach, ist es aber nicht. Können wir hier hoch? Dann gehen wir mal hier lang.
Oh, was war denn das? Oh, da unten haben wir natürlich... Das hört natürlich auch wieder jedes Schwein, deshalb lasse ich sie diesmal mal erfahren. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ich muss vorsichtig sein. Irgendwas stimmt nie, mein Freund. Mal wieder ein Weltklasse-Schuss. 72 Meter. Wow, was sind das für Dinger? Scheint, als schießen sie die großen Geschütze ab. Ich muss etwas unternehmen, sonst könnte es brenzlig werden. Das ist mal ein geiles Geschütz. So, eins gibt es wirklich, und zwar in Norwegen zu sehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Aber da habe ich auch schon einen Artikel drüber gelesen. Bei der Pistole haben wir auch 8 Schuss, einwandfrei. So, dann gehen wir mal in den Busch. Der Busch. Guter alte Stein. Ja, komm brav bei Papa. Oh, wir haben einen Dienstplan. Das hier wird sehr nützlich sein. So, dann schauen wir mal nach. Sammelobjekte, Küstenstandort. Dienstplan. Verantwortlicher Offizier Oberleutnant Anton Gruber. Standort Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsanlage und Marinegeschütz 2. Abwesenheiten Hühnlein. Diagnose verstauchter Knöchel. Wow. Ja, wenn der im Lazarett ist, hat er mal heute einen Glückstag, dann wird er nämlich überleben. Anweisung des Offiziers. Der Schutz des Bunkerbereichs, darunter der Zugang zum Marinegeschütz 2 sowie zu der Entschlüsselungsanlage, sollte für die Truppen oberste Priorität genießen. Die Angriffe der Rebellen in der Region haben seit dem Vorfall in San Celini beträchtlich zugenommen. Anmerkung des Offiziers, Tests der Marinegeschütze werden bis auf weiteres fortgesetzt. Das ist natürlich echt geil gemacht, diese die Marinegeschütze. Ein großer Klopper. Ah, das ist schon mal gut, dass hier das Geschütz ordentlich Kravums macht. Briefe aus der Heimat. U-Boote. Lieber Berti, ich hoffe, du bist wohlauf. Wir haben von Klaus gehört, er schreibt, Admiral Dönitz hätte sie vom Atlantik zurückbeordert. Anscheinend lautet der Plan, die U-Boote in kleineren Gruppen neu ausschwärmen zu lassen. Ist wohl effizienter. Mehr konnte er uns nicht sagen. Was ist mit dir? Sind die Zigaretten angekommen? Schreib uns bald, deine dich liebenden Eltern.
Er steht da auch sehr gut. Wenn jetzt noch das Geschütz schießen würde, wäre ich ihn auch los. Sehr gut. Das war schon mal das. So, dann kümmern wir uns wahrscheinlich jetzt mal um das Marinegeschütz. Haben wir wohl viel vor. Aber wir könnten eigentlich hier noch diese Gerätschaften in die Luft sprengen. Geht das? So, nichts wie weg. Vielleicht locken wir so noch ein paar Deutsche raus, die wir abknallen können. Vielleicht war es aber auch ein Fehler. Das wird sich noch zeigen. Aber hier haben wir schon mal einen. Warten wir es mal ab. Diesmal wollen wir nicht übereilig reagieren, sonst kostet uns das wieder Kopf und Kragen. So, den haben wir dann auch mal. Haben wir schon mal einen weniger auf unserer Liste. Ah, da haben wir noch einen. Wer ist das? Scheint jemand Wichtiges zu sein. Naja, gut, erschießen wir ihn einfach mal. Wenn es klappt, da haben wir noch einen. Oh. So viele Ziele und endlich mal wieder ein Geschütz, das Krach macht. Das ist geil. Sehr gut. Ja, hier wird auch wieder eine Augenklappe benötigt. Oh, eine neue Trophäe. Muss sie alle kriegen. So, er ist umso besser, wenn er sitzen bleibt. Er sitzt hier auch sehr gut. Kein Problem für mich. Ah, bleibt doch sitzen. Arsch. Ja, das Gute ist, umso mehr Gegner ich jetzt kalt mache. Umso besser, aber ihn habe ich natürlich wieder mal nicht getroffen. Aber das macht auch nichts. Den Laster sprengen wir jetzt gleich noch in die Luft. Oder zeigt sich hier ein Soldat? Nein. Oh, schnell, 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 schnell. Ah, perfekt. Jetzt ist er auch wieder im Schussbereich. Ja, hier läuft es auf der Karte auf jeden Fall eindeutig besser. Hier habe ich freies Schussfeld, Geräusche und kann so schon mal allerhand vorab knallen und muss mich nicht mit 90% der Deutschen im Nahkampf rumkämpfen. Ah, du bist ein richtiges Arschloch, weißt du das?
Das macht er auch extra. Drecksack. Hat er ein Glück? So. Kein Deutscher da. Ah doch, hier steht jemand. Aber der verkrümelt sich bestimmt auch nochmal. Komm, bumm. Och. Das gibt's doch nicht. Naja gut, sollen sie ruhig alle rauskommen. Aus ihren Löchern. Solange mich keiner entdeckt oder sieht, ist mir das eigentlich egal. Umso besser. So, der hat auf jeden Fall schon mal keinen Hals mehr. Sehr gut. Oh, der erste kommt angerannt da hinten. Gut, habe ich kein Problem damit, solange er nicht bei mich kommt. Beziehungsweise als Einzelner ist mir das auch egal. Ja, hier kommt schon mal die Horde. Aber wie gesagt, solange ich nicht aufgeflogen bin, können wir hier ein sehr schönes Moorhuhn-Schießen abhalten. Oh, den holen wir uns. Ich hasse es ja unglaublich, wenn die Gegner genau dann weggehen, wenn es knallt. Das ist eine Frechheit. Und ich habe natürlich immer das Glück, besonders mit der Unterschallmunition, hier geht es noch. Der Schuss ist übertönt, aber keiner weiß halt eben, wo ich herkomme. Aber mit der Unterschallmunition ist es immer so ärgerlich. Oh, jetzt wird sogar meine gewöhnliche Munition knapp. Schau sich das einer an. Ja, den. Oh, es geht wieder los, es wird geladen. Ich glaube, so vom Snipern her ist das bis jetzt die beste Karte, die ich in diesem Spiel hatte. Also so viel in Ruhe snipern konnte man eigentlich, glaube ich, noch nie. Dementsprechend ist auch meine Munition bald zu Ende. Oh, was? Was? Ah, der gute alte Stein. Hoffentlich sieht der oben, der da oben mich jetzt nicht. Das könnte natürlich jetzt in die Hose gehen. Oh, Herr Leutnant. Oh nein. Oh, das war mal ein schön lautloser Kill. Den könnte er öfter mal machen. Oh. Wer schaut denn da? Ja, wo ist er denn? Da ist er ja. Ciao, ciao. So. Was haben wir gefunden? Gewehrmunition und ein Verband, das ist schon mal sehr gut. 5 Gewehrmunition, damit kann ich was anfangen. So, Herr Funker, oder? Ja. Bleiben Sie stehen. Hallo? Wer hat gesagt, dass Sie weitergehen dürfen?
Hallo, Herr Funker. Drecksau. Was hat der denn jetzt bitte mitbekommen? Ich habe gar nicht geschossen. Wo ist er denn? Ah, ein Hellseher. Ah, unglaublich, wie viele Deutsche allein schon hier bei diesem Küstengeschütz rumgeiern. Oh, jetzt geht er wieder gemütlich seine Runde, aber wir versuchen jetzt auch mal hier einzudringen. Weil so im Grunde genommen alle Deutschen hier ausgeschaltet sind, die wo frei rumlaufen. Bis auf ein, zwei Ausnahmen. Sehr gut. Munition. So. Warst du nicht auch hier noch irgendwo oder hast du oben gestanden? Peng. So, wir kümmern uns erst um da oben den Posten. Das hier ist wirklich eine nette Moorhuhnjagd heute. Da komm. Ja, gut. Nee. Das hat natürlich wieder einer spitz bekommen, das ist unglaublich. Oh, er muss schon wieder mit seiner Scheißpfeife. Ist unglaublich. Daher machen wir jetzt hier den Flitzer. Zurück in unseren Busch. Ist ja gar keiner. Ah doch, da oben läuft er. Nein, schnell weg. Weg, 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 weg. So, den hier holen wir uns jetzt noch. Und dann... Oder auch nicht. Toll. Oder auch nicht. So, dann haben wir hier noch zwei Leichen. Schätze, ich habe alles eingesammelt. Verdammt, kaum noch Munition. Er musste mich natürlich jetzt sehen. Aber solange es nur einer ist, ist das kein Problem. Da komm. Hab was gesehen. Oh. Und ich hab dich getötet. Oh nein, schnell, 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 schnell. Mehr finde ich nicht. Ciao, ciao.
Mein Gott, überall sind Leichen. Sehr gut. Die Leiter ist mir jetzt wirklich mal zur Hilfe gekommen. Da er hochgekrabbelt ist, hat er mich nicht bekommen. Jetzt sprengen wir noch das Geschütz in die Luft und dann sage ich heute auch schon wieder auf Wiedersehen. Dieses Level hat bis jetzt eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Es ist halt eben Tontauben schießen, aber ja, wieso nicht? Es muss ja auch mal sein. So. Das wäre ein günstiger Angriffspunkt. Oh, ich habe gar kein... Ah, das ist natürlich wieder klasse. Aber hier oben sitze ich gut. Hier oben sitze ich sehr gut. Berggebiet. Die kleineren sehen auch ziemlich ungesund aus. Oh, er hat natürlich genau seinen Kopf weggemacht. Die Drecksau. Ich hasse es. So, aber jetzt verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe, Sie schalten in der nächsten Folge wieder ein zu unserem Let's Play. Und bis dahin, haltet die Ohren steif. Man hört sich. Ciao, ciao.